Hallo, 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 willkommen zu Cube World. Jetzt denkt ihr bestimmt, what the fuck ist das für ein scheiß Game, beziehungsweise sieht ja aus wie Minecraft. Und oder ihr denkt euch vielleicht das erste Mal, was ist das für ein Typ, der gerade hier Cube World macht? Und warum macht zurzeit verdammt nochmal jeder Cube World? Warum? Weil es geil ist. Das Spiel ist in der Alpha und ich habe schon etwas gespielt, habe schon die Klassen durchgetestet und muss sagen, das Spiel sieht richtig Hammer aus. Ich war ja ein großer Fan auch von Minecraft damals, habe schon seit der Alpha Minecraft gespielt, habe auch eine sehr lange Let's Play-Reihe dort gestartet. Und wenn das mit Cube World auch so interessant aussieht, kann ich mir vorstellen, dass wir hier auch ein bisschen Zeit verbringen werden. Das Gute daran ist, warum ist jetzt die Maus hier noch? Egal. Das Gute daran ist, das kann man auch im Multiplayer spielen. Das bedeutet natürlich noch eine Alpha, es muss alles noch entwickelt werden. Das machen, glaube ich, nicht nur zwei Leute oder so, die das entwickeln. Ich habe da sofort Geld reingesteckt, 15 Euro das Ganze. Ich glaube, das hat 11 Euro gestartet, das heißt jetzt zurzeit 15 Euro. Und wenn ihr eine Originalversion haben wollt und nicht diesen ganzen Download-Scheiß und so weiter, diesen ganzen crap-gecrackte Scheiße, unterstützt das Spiel. Denkt doch daran, umso mehr Leute das Spiel kaufen, umso besser wird das, beziehungsweise umso mehr Leute kann er einstellen und umso mehr verdient er daran, auch wenn das Spiel gut ist, ist doch klar. Sowas kann man gut unterstützen, weil solche Games sehen sehr interessant aus, beziehungsweise sind auch sehr gut. Ich laber gerade hier um den heißen Brei, wir werden gleich starten. Nochmal vorweg, das Spiel ist auch für die Abonnenten ziemlich interessant, denn wir können Multiplayer-mäßig hier was starten. Vielleicht kann man später genau wie Minecraft Server machen, vielleicht werde ich hier sogar dann einen Server starten, abonnentenmäßig, dann können wir dort Dungeons machen und so weiter. Wir werden erstmal reinschauen und mal gucken, was hier so abgeht. Ich habe wieder noch fast gar keine Ahnung von dem Game. Wir gehen mal auf Create. Jo, das war also ein ziemlich interessanter Start. Ich habe auf Create gedrückt und ich habe mein Aufnahmeprogramm nicht weiter aufgenommen. Egal, jetzt gehen wir auf Create und jetzt geht es sehr schön. Und hier haben wir erstmal die Auswahl zwischen, beziehungsweise hier müssen wir unseren Charakter erstellen. So, was haben wir denn hier? Wir haben links die Auswahlmöglichkeit. Wie gesagt, ich habe schon fast alle durchgetestet hier an den Klassen. Es gibt den Warrior, es gibt den Ranger, den Mage und den Schurken, den Roach. Den Rogue, natürlich nicht den Rogue. Den Roach, den Rogue. So ist das Ganze richtig, tut mir leid. Ich werde den Ranger nehmen, habe den Magier wie gesagt nicht getestet, aber der Ranger gefällt mir eigentlich am besten, also der Hunter, der Fernkämpfer, womit wir schön kiten können, das ist sehr interessant. Als Rassen haben wir den Human, den Elf, oh, der Zwerg ist das, ne? Der Ork, der Goblin und der Lizard, beziehungsweise der Drache und der Undead. Ich tendiere gerade zum Undead oder der Frogman. Ist der gut? Der Frogman ist richtig episch. Also ich tendiere gerade zum Elfen wegen Fernkampf und so. Ja, sind Elfen meistens ziemlich stark, genauso wie zum ja, da muss man auf jeden Fall eine Nahkampfklasse nehmen bei dem Kollegen. Hier, guck doch mal die Nasen an. Oder den Ork, nee, der gefällt mir auch nicht. Der Goblin auch nicht. Da, also der Lizard, nee. Also ich tendiere gerade zum Undead. So einen untoten Bogenschützen ist altbekannt, kennt ja jeder. Oder ein Frogman-Bogenschütze, das ist auch sehr interessant. Oder halt ein Elf. Nehmen wir hier vielleicht die weibliche Variante von einem Elf. Ranger, was haben wir hier für Gesichter? So grüne Augen, blaue Augen sind sehr interessant. Das sieht ein bisschen aus wie Link, beziehungsweise Link ist ja männlich. Tut mir leid. Von Zelda Link ist männlich. Aber Link hat doch auch ziemlich doch weibliche Züge. Was haben wir hier für Haircuts? Beziehungsweise für. Ja, wir lassen eins. Eins sieht richtig gut aus. 10 Stück zur Auswahl. Wir nehmen 11. Ist ein bisschen jetzt altmodisch, aber wir lassen das so. Und ich würde sagen, wir bleiben schon so. Wir ändern gar nicht die Farbe irgendwie von irgendwie, oder in Rot? Rot? Rote Farbe. Oh Gott, das sieht ja total kacke aus. Nein, wir lassen das so. Ist okay und wir nennen uns Zuschauer. Wir nennen uns Zuschauer, wo wir weiblich sind. Ist okay. So, tut mir leid, ich bin gesagt, wie gesagt, wie man vielleicht hört, ich bin etwas erkältet, beziehungsweise schon etwas angeschlagen, von daher tut es mir leid. Muss ich zwischendrin ein bisschen pausieren und dann ein bisschen rumhusten oder niesen, wie auch immer. Deswegen machen wir es wieder so. Es tut mir wirklich sorry, deswegen. Egal, so, wir starten. Create Charakter, sehr schön. Und wir brauchen eine neue Welt. Und wir nehmen einfach mal als Seed irgendeine Nummer. Wir klatschen hier mal eine rein. Genau diese Nummer hier könnt ihr versuchen nachzumachen. Die sieht bestimmt sehr interessant aus. Und die Name nennen wir. Wie nennen wir es denn? Die Welt. World Shit. Das ist ein guter Name. Die World Shit. Shit. Create. Und wir starten in Cube World. Das ist ein sehr interessantes Game und ihr werdet auf jeden Fall auch Spaß haben. Und wenn das so gut ankommt, wie gesagt, ihr könnt das Ganze bewerten. Und umso mehr Bewertungen kommen, sehe ich ja, ob ihr das haben wollt. Und umso mehr bringe ich das. Zurzeit habe ich wirklich vor, das Ganze täglich zu bringen. So, wir schauen uns mal an. Wir sind eine kleine Elfin hier, die hier so ganz süß steht. Wir können raus und reinzoomen. Wir haben die Möglichkeit rumzulaufen. Hinten haben wir einen Bogen, unseren Köcher unter Escape. Und wir können schon mal hier Mushroom aufsammeln. Sehr schön.
Unter Escape sehen wir unsere Anzeigen, was wir hier haben. Wir haben F1 für Hilfe. X ist unser Skill-Talentebaum. Wir können Sniper und wir können Scout nehmen. Und ich nehme den Scout als erstes. Man hat quasi bei jeder Klasse zwei verschiedene Fertigkeiten. Und der Scout hat die Besonderheit. Der Sniper macht halt mit Melee, sag ich schon, mit den normalen Attacken mehr Damage. Aber der Scout hat eine Möglichkeit, werdet ihr gleich sehen, dann wird so ein Geräusch kommen, dass meine zweite Attacke, wir haben Mausklick links, Mausklick 1 und 2, also Mausklick 1 ist links und Mausklick 2 ist rechts, dass diese Attacke instant wird, das seht ihr gleich. C ist, ich glaube, das Crafting, da kann man craften, dann hier unter B im Inventar, M ist die Map, ist übrigens eine Endlos-Map, genauso wie bei Minecraft, und da hinten sieht man schon ein Dorf, wie ich das so sehe, ja, okay. Wieder M drücken und wir haben noch Q für, oh, ich habe meinen Bogen hier irgendwie ausgewählt, kann das sein? So, Bogen wieder rein und Q ist ganz normal hier Menü und so weiter. Gehen wir mal zurück. Zurück. Oh, so. Schließen das mal alle hier. Und wenn die brauchen, das ist das Inventar, beziehungsweise das war nicht das Inventar, das war C. Und wir können das ja einfach mal unten so lassen. Nein, kann man nicht. Mit linker Maustaste können wir schießen, wie man schon sieht. Wir schießen einfach. Und unten rechts haben wir MP. Haben wir denn nur 220 von 225 HP? Ich weiß es nicht. Startet man immer mit zu wenig HP? Beziehungsweise mit 5 HP weniger? Oder haben wir irgendwie Falldamage bekommen? Es gibt übrigens auch Falldamage. Wir werden erstmal anfangen hier. Ich habe echt keine Ahnung von dem Game. Ich werde einfach mal jetzt hier, ist der als Ranger, beziehungsweise als Kundi oder als Fernkämpfer, als Hunter hat man halt die Möglichkeit, mit ziemlich großer Range zu arbeiten. Und das mache ich auch. Ich versuchte mal zu kiten. Jetzt haben wir schon diesen Sound bekommen und wenn dieser Sound kommt, können wir unsere Attacke, die wir rechts haben, instant auslösen. Er macht schon böse Damage. Alter, was ist das für ein böser Typ? Aua, das Spiel ist ziemlich laut. Gut, die haben wir schon umgeklatscht. Wir haben gleich eine Waffe bekommen als erstes. Wow. Ich muss mal eben den Spielsound runterregeln. Bis gleich. So, Spielsound runtergeregelt. Ich hoffe mal, ich passe das dann auch vernünftig an. Und ihr hört das jetzt nicht einfach hier ein bisschen zu leise. Ja, ist schon besser so. So, was haben wir denn hier? Da haben wir ein Pick. Können wir es töten natürlich. Wenn wir dieses Geräusch haben, kann ich meine rechte Maustaste drücken einmal. Und dann kann ich das Ganze instant ausführen. Und normalerweise muss ich gedrückt halten. Und dann kann ich diesen Superschuss machen. Wie man sieht, ich habe nicht mehr viel AP. Unter Q haben wir Heal-Tränke, 5 Stück. Was habe ich denn hier bekommen? Power 40 für einen Schurken. Damage 4,5. Ist das erste Mal, dass ich eine Waffe gefunden habe. Sehr interessant. Was haben wir hier noch? Für Mage was? Und hier ist ein Bogen. Damage 8. Unser hat Damage 8. Kann ich zwei Bögen gleichzeitig anziehen? Nein, geht nicht. Was ist der Unterschied von diesem Bogen? Crit 1, das ist komplett gleich, ne? Der Bogen ist komplett gleich. Und ob ich links oder rechts? Ich lasse mal links. Komplett gleich, dieser Bogen. Der sieht aber irgendwie schicker aus. Der sieht schicker aus. Nehmen wir mal einfach den jetzt hier. Ich weiß nicht, ob es sowas wie Haltbarkeit oder so gibt. Wir können auf jeden Fall die Blumen hier aufsammeln. Machen wir auch mal. Weil wir gerade dabei sind. Aber mir ist schon aufgefallen, dass dieser Gegner... Oh, da ist so ein Blatt dran. Das sieht sehr episch aus. Dass der Gegner gerade schon ein bisschen stärker war. Deswegen hätten wir den vielleicht nicht pullen sollen. Egal, ich habe keine Ahnung, wie die Gegner hier abgehen. Beziehungsweise welche stark sind und welche nicht. Wir müssen erst mal sehen. Ich weiß nur, dass man klettern kann. Und zwar mit gedrückter Steuerungstaste kann man klettern. Hier, so. Hochklettern. Nur bestimmte Zeit lang. Und wir nehmen erstmal hier einen Healpot. Komm. Nehmen wir erstmal. Mit der mittleren Maustaste kann man sich so wegrollen hier. Quasi ausweichen und immer schön die Pilze mitnehmen. Müssen wir mal sehen, was hier abgeht. Wenn man stirbt, verliert man, soweit ich weiß, nichts. Da oben sind schon wieder irgendwelche böse Gegner. Die sehen alle... Sind das nicht die gleichen Viecher von gerade eben? Die will ich nicht mehr pullen. Die will ich nicht pullen. Und erstmal müssen wir Ressourcen sammeln. Ressourcen, Alter. Und ich weiß nicht, was man damit da machen kann. Was ist das? Eine Blume. Sehr schön. Wir sammeln hier ganz viele Sachen und hüpfen durch die Gegend. Eine Katze. Ist die Katze böse? Ich weiß es nicht. Wir haben die Katze getötet, haben 2 XP bekommen. Die Katze hat schon wieder ganz viel HP. Eine Biene. Oh. Ist das eine Biene? Ja, ist eine Biene. Ich weiß nicht, welches Level die sind. Ist sie stark? Weiter zurück. Kiten. Wir müssen sie kiten. Der war auch noch ein Viech. Komm her, Biene. Oh Gott. Ich fürchte Böses. Irgendwie schießt er mit dem... Oh Gott. Was habe ich da gepult? Es sieht böse aus. Nein. Ein ekliges, kleines Wieselviech läuft hinter mir her, das bestimmt voll viel Damage macht. Ich habe irgendwie Angst, wie der... Warte. Oh Gott, der macht Damage. Der macht richtig Damage.
Mir ist auch gefallen, wenn ich jetzt mit diesem Bogen meine zweite Attacke mache, dann schieße ich nicht ganz viele Pfeile, sondern immer nur einen Pfeil, der ein bisschen mehr Damage macht. Ich habe Angst vor diesem Wiesel. Jetzt soll ich schon noch einen Heal-Pot nehmen? Ich resette den mal, würde ich mal sagen, wenn das überhaupt funktioniert. Und ich mache die Baumtaktik. Moment, die Baumtaktik. Und weg, Sniper. Wo ist er? Kommt er hier hoch? Er klettert. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, no. Ich hätte ihn vielleicht resetten lassen sollen. Da hinten ist noch mehr Gegner. Ich muss weg. Das dann aus wie menschliche Gegner. Oh, shit. Jetzt geh weg, du ekliges Eichhörnchen oder was das auch immer ist. Eichhörnchen sind ziemlich stark. Das ist ein Eichhörnchen, oder? Das ist ein Wiesel? Ich kann es nicht identifizieren. Es ist auf jeden Fall ziemlich knuffig und macht sehr viel Damage. So, da hinten ist übrigens der Reborn-Stein, wo man wiederbelebt wird. Der Wiederbelebungsstein. Aber warum kann der jetzt bitte mal weggehen? Du Wiesel. Ja, er hat sich resettet. Ich hoffe doch mal. Ich hoffe, während er sich resettet, kann ich ihn nicht nochmal pullen. Ich habe hier irgendwo gerade was gesehen. Und zwar war hier. Da. Da ist ein Busch. Und im Busch bekommen wir, glaube ich, Holz. Bekommen wir hier Holz? Was haben wir denn jetzt hier bekommen? Wir gucken mal. Ist übrigens alles sortiert hier. Wir haben Mushrooms, wir haben Herd Flower, Planet Fi Fieber oder wie auch immer. Alles noch auf Englisch hier. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob dieser Bogen hier mehr macht. Wir sind übrigens Level 1. Ranger sieht man da oben links. Der Zuschauer 101 von 225 HP, 17 XP. Okay, das ist XP da oben. 17 von 50 XP. Also wir müssen ein bisschen XP sammeln, damit wir hier mal vorankommen. Was ist da oben für ein Viech? Oh shit, wir haben es gepult. Wir haben es gepult. War das eine kluge Entscheidung? Ich weiß es nicht. Wir sollten lieber als Range, mit Range arbeiten. Oh fuck. Oh fuck. Ein Healport bitte, ein Healport. Dankeschön. Weggekrittet. 72er Crit, sehr schön. Die machen böse Damage. Ich muss echt aufpassen. Ich muss mehr mit Range arbeiten. Übrigens, ich habe endlos Pfeile. Von daher läuft das Ganze schon. Wo war der andere? Wo war der andere da? So ist das Ganze schon besser. So ist es besser. Wenn ich so mit Range arbeite. Jawohl, umgeworfen. Sehr schön. Er hat mich nicht einmal getroffen. Ausgezeichnet. So bekommen wir auf jeden Fall Erfahrung und kein Damage. Ich kann versuchen, irgendwie auf den Berg zu gehen, dann irgendwelche großen Monster. Ich brauche noch irgendwas, womit ich die slowen kann. Das wäre ziemlich cool. Habe ich noch nicht. Wir schauen uns hier mal um. Was geht denn hier oben ab? Ich kann es euch gar nicht sagen. Darum, unten gibt es mal wieder ein Bäumchen. Ich weiß auch nicht, ob es hier einen Tag-Nacht-Zyklus gibt. Kann ich euch gar nicht sagen. Hab ich noch nicht gespielt. Holz. Wir haben Holz bekommen. Was können wir denn mit Holz machen? Was ist denn da hinten? Da hinten kämpft jemand. Ist das ein Magier, der da hinten kämpft? Ich habe beide getötet und XP bekommen. Oh yes. Was habe ich bekommen? 22 Kupfer? Interessant. Da ist ein Fluss. Kommen wir über diesen Fluss? Ich bin echt mal gespannt, was man hier alles machen kann. Ich muss echt mal. Da hinten ist ein Lagerfeuer. Da hinten ist ein Lagerfeuer. Ich glaube, bei Lagerfeuer kann man etwas braten bzw. etwas verarbeiten. Sehe ich das richtig? Moment. Ja. Ja, wir haben aber nichts davon. Wir müssen, glaube ich, eine Stadt finden. Wo war denn die Stadt? Die Stadt war da. Also gehen wir die Richtung weiter, Richtung Stadt. Und in der Stadt, Alter, können wir, so wie ich das mitbekommen habe, Kürbisse bekommen. Und Kürbisse können wir verkochen. In den Backofen braten. Im Backofen braten, natürlich. Nicht backen. Und wenn wir das dann gebraten haben im Backofen, wie ihr wisst, dann kann man daraus irgendwas herstellen, womit man sich heilen kann. Aus Kürbissen, so wie ich das mitbekommen habe. Wir werden sehen, auf jeden Fall. Wir werden sehen. Wir werden alles erforschen. Wir werden in Cube-Welt sehr viel Spaß haben und sehr viel Level machen. Ob es ein Max-Level gibt, weiß ich nicht. Es gibt Dungeons, es gibt Special Monster, es gibt alles in dieser Welt. Oh yeah. Wir müssen nur versuchen zu überleben. Oh yeah. Das sieht auch schon ziemlich cool aus hier, oder? Das sieht schon alles ziemlich cool aus. Was ist denn da oben? Komme ich da oben hin? Kann ich da oben ein Haus bauen? Das wäre ziemlich cool. Da eine Stadt. Da ist eine Stadt, habe ich doch gesagt. Wir müssen aufpassen, es gibt Falldamage. Da lassen wir hier aufpassen. Oh no. Sonst bekommt die junge Dame Damage. Eine Katze. Hier. Hier sitzt sie. Die Kürbisse. Jawohl. Kürbisse mitnehmen. Pumpkin. Jawohl.
Können wir echt jetzt alle... Wir klauen die ganzen Kürbisse hier vom Feld. Also das freut die Leute auf jeden Fall nicht. Wie viel können wir mitnehmen? Oh shit, da kommen sie schon. Sag ja, die freuen sich nicht darüber. Oh mein Gott, die machen viel zu viel Damage. Oh shit. Sie wollen scheinbar nicht, dass ich ihnen die ganzen Kürbisse klaue. Ist natürlich verständlich, Kürbisse schmecken ziemlich gut. Ich muss weg. Also, der Frogman hier, der ist zu stark. Der hat zwei Handwaffen, oder? Kann das sein? OP. Frogman, OP. Ich bin doch nur... Bitte, bitte, lasst mich in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Da hinten kommt noch eine Patrouille. Nicht eine Patrone, sondern eine Patrouille. So, schnell hier weg. Habe ich sie resettet? Ja, habe ich. Wo war denn jetzt das Lagerfeuer? Ist da hinten noch ein Lagerfeuer? Da hinten ist ein Lagerfeuer. Ich muss auch aufpassen auf diese Patrouille. Ich nehme mal den Healpot nicht. So, ein Lauf hier rum. Ich hoffe mal, ich kann die... Ich hoffe, ich pull die nicht. Sehr schön. Und kann jetzt hier das verarbeiten, ne? Geht das irgendwie jetzt? Wie geht das? Null von eins. Warum habe ich denn nichts? Ich höre Schritte. Wo kommen die her? Ach, okay. So, Inventar. Pumpkin. Verarbeiten. Pumpkin, hallo? Wie war die Taste zu verarbeiten? X, ne? X, nein, X war, Moment. C. C, mit C. Und irgendwie kommen die Schritte näher. Oh, shit. Habe ich sie gepult? Die wollen jetzt zum Lager. Ist das euer Lager? Ist das euer Zelt? Tut mir leid. Wollte ich nicht. Ich weiß, ich will halt herausfinden, wie man jetzt was herstellt. Geht bitte weg, dankeschön. So, eher... Pineapple. Hab ich doch, oder? Pineapple, was hab ich? Ich hab ein Pumpkin, kein Pineapple. Aha. Was brauche ich hier? Ein Pineapple. Pumpkin. Ja, schön. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Ach ja, ja, wie erstelle ich denn jetzt hier irgendwas C, wenn ich jetzt da weggehe hier? Ich möchte doch nur was zu essen haben. Ich dachte, man kann daraus Essen machen. Also hier ist scheinbar Weapons, die man hier erstellen kann. Hier sind Pets, hier sind Amulette. Hier ist zum Kochen. Pineapple. Da ist eine Potion. Da fehlen uns die Waterflaschen für, um die Potions herzustellen. Dann können wir Cubes herstellen. Ich dachte, dass man das aus den Pumpkins machen kann. Das ist ja gerade total behindert. Pineapple. Das gefällt mir nicht. Also, das gefällt mir gerade nicht. Wir gehen nochmal in die Stadt. Vielleicht gibt es irgendwie NPCs zum Handeln. Vielleicht können die uns was geben. Aber wir haben noch gar kein Gold gesammelt, beziehungsweise gar kein Kupfer. Ach, verdammt. Wir brauchen irgendwie Nahrung. Sonst kommen wir nicht weit. Wir haben nur noch drei Tränke und ich will die Tränke nicht alle verschwenden. Denn Tränke kann man auch im Kampf nehmen. Ich denke mal, normales Essen muss man halt vorher benutzen. Weil das wäre dann definitiv interessanter. Eine Katze. Ein Schaf. Ich denke mal, dass diese alle hier, okay, die greifen uns trotzdem an. Scheinbar sind sie immer noch böse, dass ich die ganzen Pumpkins geklaut habe. Die ganzen, was haben wir denn hier? War gerade er. Was stand da? Ah, nothing special. Alles klar. Nehmen wir das hier mit. Die Dinger kann ich nicht aufsammeln. Hier gibt es eine Stadt und hier kann man scheinbar auch mit NPCs reden. Da bin ich ja mal gespannt. Hier, was ist denn hier für einer? Open. Hallo, mein junger Herr. Was gibt's denn hier? A Turtle Pet. Ich habe kein Turtle Pet. Ja, Ich möchte gerne einen Shop. Gibt's hier einen Shop? Das ist scheinbar hier so eine Taverne. So ein Treff. Lugolon City. Das ist irgendwie... Was kann der? Der ist nothing special. Eine Kiste. Da hinten ist ein Markt. Da gibt es Rüstung zu kaufen, wenn ich das richtig am Schild lese. Hier ist Trade Shit. Was hat die hier?
Ja, Dungeons sind wirklich gefährlich, muss man aufpassen. Ja, bla 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 bla. There's nothing special. Wo kann man denn hier traden? Ich weiß es doch noch nicht. Dieses Game gibt einfach nur unglaublich viele Rätsel auf. Ich weiß es nicht. Ich komme hiermit nicht klar. Oh, hier. Hier, das ist ein Shop. Ich sehe es doch. Hier ist ein Shop. Oh, sehr schön. Karotten. Wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld? Power, HP, Armor, Armor, Armor. Wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld? Ich sehe mein Geld nicht. Doch hier, 22C. Kupfer? Was heißt das? Kupfer? Kupfer? Bronze? 10 Silber. Verkauft habe ich nichts. Ich kann hier auch nichts kaufen, was irgendwie mir HP wiederbringt. Sondern nur so ein Shit kann ich hier kaufen. Nur so einen richtigen Shit. Richtig Shit, Mann. Das ist natürlich blöd. Dann gehe ich wieder weg. Du hast nur Scheiße für mich. Da gehe ich wieder lieber wieder in die Wildnis. Und versuche Pineapple zu finden, damit ich mir selber was herstellen kann, weil ihr alle zu teuer seid. Hier haben wir ein Schaf, das lassen wir lieber stehen. Das ist übrigens auch orange. Ich weiß nicht, was es bedeutet, ob es dann irgendwie stärker ist. So, ich verlasse die Stadt, haben so einen kleinen Einblick bekommen, aber die Stadt, die mag mich nicht. Und deswegen gehen wir wieder weg. Hüpf, hupf, hapf, hipf, lipf, dipf. Was geht denn hier ab? Ein Terrier. Soll ich die Pets einfach mal töten von denen alle? Wieder ein Schaf. Da hinten war das Feld. Da sind wir von hier gekommen. Dann würde ich mal sagen, rollen wir hier weiter. Blablabla, wir rollen, wir rollen. Wir rollen, like a Baus. Eine Katze, die mich die ganze Zeit anguckt. Aber ich würde mal sagen, ihr habt schon einen kleinen Einblick von Cube World bekommen. Ich hoffe es nochmal. Hier ist wieder ein Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer und zwei Blümchen in Herzchenform. Deswegen würde ich sagen, war es erstmal mit der ersten Folge von Cube World. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt ein. Oh nein. Oh, zum Glück kein Fall Damage bekommen. Dann gebt einfach einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und ich werde das Ganze mir anschauen, beziehungsweise mehr von dem lustigen, wunderbaren Spiel namens Cube World bringen. Ich bin der Zuschauer, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage mal Tschüss, tschüss. Yihi.